Ich grüße euch aufs Entschiedenste, liebe Mitzocker, diese Woche mit den magischen Worten Read Boy zu den News in Überlänge. Tja, Game Awards sei Dank. Die fanden letzte Woche in Los Angeles statt und wie zu erwarten war, beschenkte uns Hobby-Weihnachtself und Initiator Jeff Keighley mit massig vielen Weltpremieren und Ankündigungen. Die wichtigsten davon folgen nun. Wie unser kompetentester Mitarbeiter Kolja schon ganz richtig vermutet hat, wurde tatsächlich das Remaster zur Racing-Legende Crash Team Racing angekündigt. Ab dem 21. Juni 2019 können wir dann endlich wieder mit Crash, Dr. Nitro und Co. die Piste zum Glühen bringen. Es sollen sogar neue Strecken und Karts hinzugefügt werden. Mehr nostalgischer Multiplayer-Spielspaß geht eigentlich nicht. Richtig vorhergesagt haben wir auch die Ankündigung eines neuen Dragon Age-Titels. Nähere Informationen wurden uns aber leider verwehrt. Mehr als den Hashtag The Dreadwolf Rises und die Info, dass das Spiel noch Jahre in Entwicklung sein wird, habe ich leider nicht für euch. Schade. Aber wer wird denn traurig sein? Immerhin ist auch ein neues Far Cry in der Mache. Far Cry New Dawn knüpft im Prinzip an Far Cry 5 an und spielt in einer Art Postapokalypse 17 Jahre nach den Ereignissen. Der neue Sheriff in Town sind gleich zwei taffe Ladies namens Mickey und Lou, die Highwaymen anführen. Ihr formt eine Art Widerstand, eine Rebellion, wenn man so will, und kämpft ums Überleben. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, lange müsst ihr auf den Spaß nicht warten. Far Cry New Dawn erscheint bereits am 15. Februar. Auch an Anthem wird fleißig geschraubt und so gab es neben einem neuen Story-Trailer auch die Ankündigung einer Demo-Version zu feiern. Vorbesteller sowie EA Access und Origin Access-Mitglieder erhalten bereits am 25. Januar Zugriff. Der Rest der Welt darf ab dem 1. Februar in die Javelins schlüpfen. Und für diesen Kerl freue ich mich ganz besonders. Googelt seinen Werdegang und ihr wisst Bescheid. Patrice Desilets hat endlich Bildmaterial zu seinem Mammutprojekt Ancestors – The Humankind Odyssey zur Schau gestellt. Ein Open-World-Titel, der unsere Evolution in Afrika vor fast 10 Millionen Jahren beleuchtet. Klingt seltsam, ist es bestimmt auch, aber der Mann ist für Assassin's Creed 2 verantwortlich. Gebt ihm also eine Chance. Es wird sowieso noch ein Weilchen dauern, bis wir mehr erfahren. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Tim Cain und Leonard Boyarsky, die Masterminds hinter dem Fallout-Original, basteln mit Obsidian, den Machern des Fallout-Publikumslieblings New Vegas, an einer komplett neuen IP. The Outer World hat Charme, Humor, eine schöne Optik, Weltraum und scheinbar alles, was ein gutes Sci-Fi-RPG eben haben sollte. Ihr findet Gefallen an der Fallout-Mass Effect-Kreuzung? Vielleicht müsst ihr dann gar nicht mehr allzu lange warten. Der Titel erscheint nämlich schon nächstes Jahr für eure PS4. Aber auch außerhalb der Game Awards Blase sind Dinge passiert. Es gab beispielsweise einen Livestream vom Beyond Good and Evil 2 Team von Ubisoft, in dem neues Alpha-Gameplay gezeigt wurde. Von der Erkundung eines Tempels über direkte Konfrontationen mit Gegnern bis hin zu Star Wars-artigen Luftschlachten wurde alles geboten. Ein ziemlich cooler Einblick dafür, dass das Spiel noch in weiter Ferne liegt. Mit einer Beta-Phase ist nämlich erst zu Ende des Jahres 2019 zu rechnen. Ich hoffe, ihr habt gutes Sitzfleisch. Und auch die Japaner haben gute Neuigkeiten für uns. Judgment, das neue Projekt der Yakuza-Entwickler, hat nicht nur einen neuen Trailer bekommen, sondern auch ein Release-Fenster für den Sommer 2019. Wie? Ihr hört davon zum ersten Mal? Easy, ich ehrlich gesagt auch, aber es geht wohl um einen jungen Anwalt, der in dubiosen Mordfällen ermittelt, bei denen den Opfern die Augen entfernt werden. Na, die purpurnen Flüsse, anyone? Und bevor ihr fragt, ja, es sieht exakt aus wie ein Yakuza-Teil und die Yakuza wird auch eine Rolle in der Handlung spielen. Man darf gespannt sein. Für alle GT-Sport-Liebhaber schieben wir jetzt noch das neue kostenlose Update 1.31 hinterher, das die neue Strecke Tokyo Expressway Südroute, 7 neue GT-League-Runden, eine neue Streckenerfahrung, mehr Escapes, einen neuen Eintrag im Museum und 7 neue Fahrzeuge beinhaltet. Wie zum Beispiel den schmucken McLaren P1 GTR 16 oder diesen Tesla Signature Performance 12. Das Update ist schon live, installiert sich automatisch, also einfach in den Rennsitz hüpfen und loslegen. Und die Informationsflut reißt nicht ab.
meine Stimme hängt auch schon durch, aber Capcom hat für das mit dem Game Award ausgezeichnete RPG des Jahres 2018, Monster Hunter World, ein kostenloses Update angekündigt, das den Hexer Geralt von Riva auf Monsterjagd schickt. Ziemlich unerwartete Mischung, aber die Fans scheint es zu freuen. Aber das war noch nicht alles. Die erste große Erweiterung Iceborne wurde für den Herbst 2019 angekündigt. Ja, das ist noch ein bisschen hin, dafür gibt es aber ein komplett neues Gebiet mit neuen Monstern, Quests, Moves und Ausrüstungsgegenständen. Na, wenn Trant da nicht ein Salto vor Freude macht. Und zum Schluss noch das wohl originellste Easter Egg des Jahres. In Just Cause 4 landet ihr nämlich mit ein bisschen Glück im Musikvideo von Aha's Take On Me. Inklusive der Musik und einer seltsamen Tanzeinlage. Fantastisch. Und jetzt habe ich einen Ohrwurm. Schnell rüber in den Store und gar nicht weiter drüber nachdenken. Lieber die Neuerscheinungen der Woche begutachten. Und da wartet eine echte Legende auf euch. Selten führten hässliche Grafik und riesige Insekten zu so einem Mega-Erfolg wie im Fall von Earth Defense Force. Der fünfte Teil hat es nun endlich nach Deutschland geschafft, ist Dienstag erschienen und bringt neben der traditionell trashigen Aufmachung vor allem fette neue Gegner mit. Stichwort Riesenfrösche. Ebenfalls seit Dienstag im Store ist Desert Child. Die Geschichte um einen jungen Hoverbike-Profi, der genug Geld zusammenkratzen muss, um seinem trostlosen Leben zu entfliehen. Wenn ihr auf Zack seid, gute Reflexe habt und Shoot'em-ups mögt, ist das genau euer Ding. In Kingdom Two Crowns, das am 11.12. erschienen ist, streift ihr als Monarch durch die Lande, baut euch euer eigenes Königreich auf und verteidigt es gegen finstere Angreifer. Und das Beste ist, das funktioniert auch zu zweit. Online und lokal. Lokal und mit VR-Brille spielt ihr ab dem 14. Dezember Borderlands 2 VR. Ganz recht, den beliebten Shooter mit dem hervorstechenden Look gibt es jetzt für die virtuelle Realität inklusive fetter Gegner, neuen Skills und dem einzigartigen Borderlands-Humor. Booyah! Und zum Schluss das erste Fantasy-Battle Royale namens Realm Royale. Erschien am 11. Dezember, spielt in einem richtigen Fantasy-Setting mit Dörfern, Charakterklassen, Hühnern und sogar Pferden. Jawohl, na dann mal aufsatteln und ran an den Speck. Apropos Battle Royale. Fortnite ist in die 7. Season gestartet und das mit allerlei Schnickschnack im neuen Battle Pass, der euch unter anderem früheren Zugang zum Creative Mode gewährt, in dem ihr eure eigene Insel erschaffen könnt. Natürlich gibt es auch jede Menge neuer Outfits, Meilensteine, Spielzeuge, Haustiere und Belohnungen. Klingt gut? Dann nehmt die 950 V-Bucks in die Hand und hüpft rein. Falls ihr zu den wenigen Menschen gehört, die GTA 5 noch nicht besitzen, habe ich jetzt ein besonderes Angebot für euch, das nur bis zum 14. Dezember gilt. Die GTA 5 Premium Online Edition ergattert ihr für stolze 14,99. Auch diverser anderer GTA 5-Content ist stark reduziert. Schaut für die Option eurer Wahl am besten selbst im Store vorbei. Wir hatten es ja eben schon mal mit Monster Hunter, ne? Lasst mich euch verraten, dass die Monster Hunter World Digital Deluxe Edition bis zum 18. Dezember für 29,99 zu haben ist. Außerdem gibt es für PS Plus Mitglieder die exklusiven Preisnachlässe bis zum 21. Dezember. Wärmstens empfehlen kann ich zum Beispiel Shadow of the Colossus für 15,99, den Knobler The Witness für 9,24 oder Elex, wer kennt es nicht, für 17,99. Und zum Abschluss gibt es wieder mal die Spiele unter 10 Euro für euch. Mit dabei Unravel 2 für 9,99, das fantastische Overcooked in der Gourmet Edition für 4,99, aber auch das schaurig schöne Little Nightmares für schmale 7,99. Puh, das war jetzt echt eine Menge Holz. Meine Stimmbänder bekommen jetzt eine ordentliche Ladung Tee. Ihr bekommt hoffentlich eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis bald und gute Nacht.